da sind wir wieder. Wo müssen wir jetzt hin? Finde einen weiteren Obelisken. Wo geht's hin? Da hinten. Wir müssen wieder hier lang. Mhm. Naja, oder man könnte natürlich auch argumentieren, dass dann am Ende eine bestimmte Elite nur übrig bleibt und dann der Rest alles tot ist. Ja, aber die Querdenker sterben doch nicht. Die haben ja nicht damit gerechnet, dass es eine... Wir kommen hier schon wieder nicht durch. Und da müssen wir auch gar nicht lang. Doch. Die haben ja nicht damit gerechnet, dass eine so massive Front an... Doch, wir müssen da lang. Mein Pfeil sagt, wir müssen da lang. Finde einen weiteren Obelisken und da müssen wir da durch. Stimmt. Oh. Ach, dieses Spiel, ey. Dieses Spiel. Und das ist hier eine Kopfgeldmission. Ja, vor allem, können wir das ja jetzt gar nicht fixen hier. Wie haben wir das denn beim letzten Mal gemacht? Gar nicht. Doch, wir haben die Mission mehrfach neu gestartet, indem wir das Spiel mehrfach neu gestartet haben. Ach so. Ich wäre ja dafür, dass wir jetzt einfach ins Journal gehen. Oh nee, das ist nicht das Journal. In die Missionskarte. Dann wähle ich hier... Achso, wir haben ja noch nicht die Hauptmission. Warte mal. Nee, wir müssen es anders machen. Pass auf. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir gehen hier hin. Dann gucken wir mal hier, wie spät das ist. Hier so. Pass auf. So. Ja. Okay, ich folge dir mal. Ja, dann drücke ich hier hin. So, dann kriegst du eine Meldung. Dann drücke ich mal auf Bestätigen, oder? Das ist super. Ja. Dann, aber die Ladephasen sind schneller, muss ich mal sagen. Also fairerweise muss man das mal gesagt haben, ne? Und was machst du jetzt? Dann gehe ich hier hin und mache das hier. So. Dann hab Jacob ich sprechen. Und dann gehe ich hin und spreche mit ihm hier. Mit Jakob. Der kein Quest-Symbol mehr hat. Sag ihm, wir müssen jetzt los. Trinke dabei einen Schluck Tee. Muss ich da jetzt hin? Wo muss ich denn da jetzt eigentlich hin? Gibt er uns das nicht vor? Keine Ahnung. Wo ist denn die Hauptmission hier? Der wollte uns doch eine Hauptmission geben. Mhm. Warte mal kurz. Ich muss irgendwie eine andere Mission auswählen hier. Weiß jetzt aber nicht wie. Weißt du wie? Nee, ne? Wie wär's denn mit unbekanntes Gebiet? Ich geh da mal hin. Okay. Wie er hier da sitzt, der Jacob. Ach ja. Also, ja. Ich habe schon lange nicht mehr ein so ausbalanciertes, unfertiges AAA-Spiel gesehen wie das hier. Ist es ein AAA, ja? Ja, klar. Es ist Square Enix und es ist von People Can Fly, also... Und es ruckelt wieder. Ja. Was soll ich sagen? Wartet mal. In den Bäumen hinter uns regt sich was. Ken! Will sich bestimmt rächen. Oh, das ruckelt. Das sind keine Mikroruckler, das sind Makroruckler. Ich meine, man muss sich mal vor Augen führen. Das sind die Leute, die Painkiller gemacht haben. Na gut, Storm. Da haben sie ja immer dieselbe... Die selbe Engine genutzt. Gears of War. Und jetzt haltet euch fest, Fortnite. Okay. Wo sind wir denn hier? Ach, die haben auch Fortnite gemacht? Die haben auch Fortnite gemacht. Ah, okay. Wir müssen hier durch die Reisfelder. Ja, gut, Fortnite war ja eine Epic-Auftragsarbeit im Prinzip. Ach, da kann man sich mal die Zeit nehmen für, ja, dann... Damit ist jetzt Schluss. Wie meinst du das? Also Fortnite ist ja wohl ein sehr gutes Spiel. Also ja, relativ, ja. Dann kann ich mich ja auch was freuen. Ich komme zurück, sobald ich das Dreckspack erledigt habe.
Ich meine, das hier könnte auch gut sein. Ja, Betonung liegt auf könnte. Also ist ja auch nicht schlecht, nur ist es halt sehr weit hinter seinen Möglichkeiten. Wie schnell sind die denn bitte ausgestiegen hier bitte? Hier sind Leute, ne? Also... Kommen ja. Ja. So. Mein Heildings hier ablegen. Ich treffe aber auch nicht, ey. Warum nicht? Doch, der ist doch tot hier. Ich habe kein Zielwasser getrunken heute. Oh, ich schon. Ich habe den Pina Colada getrunken heute. Oh, der feine Herr. Ja, aus der Flasche. Aus dem Aldi. Nee, keine Ahnung, woher die kommen. Aber meine Frau hat die getrunken und die schwört da drauf. Und ich habe jetzt irgendwann mal gesagt, so, jetzt musst du auch mal probieren. Es geht. Oh nein! Oh, doch. Warte, ich komme. Hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Sehr gut. Ja. Manchmal habe ich es drauf. So, next. So. Na, die sind ja hier alle kein Problem. Glaube ich. Nee. Eigentlich nicht. Oh. Oh, jetzt steht am Gift, die Sau. Bitte? Was, bitte? Hä? Nicht du, der Gegner. Huch, wo bist du denn hier? Und du hier vor allem. Ich bin's nicht. Nee. Sie stellen sich einfach in meinen Weg. Das finde ich nicht in Ordnung. Wo ist er? Okay, den hast du schon geplättet. Ja, kein Problem. Platt. Erstmal durch schöne Kugeln ausweichen hier. Haben wir auch. Na, siehst du. So, hier ist Munition. Wo? Hier ist doch eine Kiste, ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese späteren Levels einfach weniger ausgearbeitet sind, weil... Erinnerst du dich noch an den Anfang und so, bis wo wir dann auch noch so viele Notizen und so gefunden haben? Meinst du, dass man das ein bisschen so oberflächlich behandelt hat, wie später? Ja, aber jetzt mal ehrlich. Das würde doch keiner machen, das würde doch auffallen, früher oder später, oder? Na, eben nicht. Das ist ja bei vielen sogar Taktik, dass die ersten Stunden ausgearbeitet sind und spätere halt nicht, weil der Prozentsatz der Spieler, die so ein Spiel so weit spielen, halt relativ gering ist. Ja, warum machen wir das? Weil wir nicht anders haben. Wir machen das ja, weil wir alte Säcke sind, die Spiele zu Ende spielen. Du meinst, weil wir es gelernt haben, aufgrund unseres hohen methusalemischen Alters zu leiden, oder wie? Ja, das auch. Ach so, okay. Außerdem dann haben wir viel Geld dafür bezahlt und wollen ja ein bisschen Benefit zurück. Ne? Ja, kann man sehen, ne? Ja. Also eigentlich stimmt das schon, was ich sage, oder? Ein bisschen, ja.
Ach so. Oh. Also wenn du willst, wir können auch Rocket League spielen, wenn du meinst. Na, wir sollten zwischendurch mal zur Auflockerung gucken. Also ich will ehrlich sein, das Spiel macht Spaß stellenweise, aber so wie wir schon mehrfach festgestellt haben, nach der ganz langen Zeit, und wir haben wirklich zwischendurch doch das ein oder andere an Pause mal gelassen, notgedrungenerweise, ja. Aber nach all der Zeit ist das Spiel zwar bedeutend flüssiger geworden, aber es hinkt irgendwie an allen Stellen irgendwo. Och Mist. Sei es das Kannst du mal eben? Ich kann dich wiederbeleben, wenn du das meinst. Das Balance. Hier, dieses automatische Feuern dann auf einmal, ja. So banal das klingen mag, das ist sowas von lästig. Ja, und ich habe wirklich massiv das Gefühl, dass diese späteren Level einfach nicht mehr so. Nicht mehr so Outrider sind, wie sie am Anfang sind. Ja. Das hat das Quality Assurance Team gepennt, ne, so ungefähr. Na, wahrscheinlich ist da die Deadline immer näher gerückt und dann wurden die späteren Level halt nur noch so ein bisschen dahin geklatscht, ne? Also, ich meine, allein das Layout ist ja schon. Was ist das hier? Also, ist ja auch recht langweilig. Guck mal, alles. Ich mache gar nichts. Und er feuert einfach. Dann muss ich aus dem Zoom. Oh, ich bin tot. Dann muss ich aus dem Zoom-Modus rausgehen. Du bist in der Giftwolke übrigens. Bist gleich tot. Oh, ja, ich bin tot. Ja, das Ganze nochmal. Also ich werde ja wahrscheinlich eh wieder vergessen, Ubisoft Plus zu kündigen. Dann gucken wir, dass wir das hier schnell zu Ende kriegen und dann. Na, ich befürchte, wir kriegen das ja nicht zu Ende. Es sei denn, wir stellen auf Weltstufe 1. Dann haben wir ja schnell eine Alternative, wollte ich sagen. Ja. Ja. Och, nicht die schon wieder. So. Ist ja eigentlich nur noch witziger, dass es halt viele Leute gibt, die das hier verteidigen. So. Aber ich glaube, da geht es dann einfach nur darum, seine eigene Investition irgendwie zu rechtfertigen. Weil wenn man jetzt ja zugibt, man hat dieses Geld bezahlt und hat dann ein so nur halbfertiges Game erhalten, dann ist das natürlich fürs eigene Gewissen auch nicht so gut. Ja, wie gesagt, also es hat wirklich gute Anlehnen, weil sie hier ein Universum geschaffen haben, was ausbaufähig ist, ja. Und was mit Sicherheit auch seine Zeit benötigen wird und viele, viele Missionen und auch vielleicht Folgetitel in dem Universum bieten könnte. Aber ich verstehe nicht, was schiefgelaufen ist zur Public Beta oder was auch immer, zur Public Demo und diesem Spiel hier. Ist es dasselbe Spiel? Ich weiß es nicht. Also mich wurmt zwei Sachen vor allem. Das ist nicht mal die Performance oder so, sondern das sind die nicht funktionierenden Quests. Das ist einfach in so einem Spiel essentiell. Und das andere ist halt, dass... Jetzt feuert er wieder alleine. Also ist doch... Dass halt die Story am Anfang oder sagen wir mal die erste Hälfte wirklich, wo ich mir gesagt habe, ja geil, das ist so etwas, was das Spiel so vorantreibt. Und jetzt denke ich mir nur so, keine Ahnung, was hier passiert, ist irgendwie auch lame. Ne? Ja. Und das hat irgendwie gab es da so einen Cut so zur Hälfte des Spiels. Und jetzt ist das irgendwie. Der Cut entspricht wahrscheinlich der Demo. Nee. Ich habe ja die Demo nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber... Nee, die Demo war ja nicht so umfangreich. So, da hinten ist wieder dieser dicke Gegner. Ja, da ist wieder ein Boss, ja, ich sehe es gerade. Erstmal wieder die Mütze kaputt machen.
Vielleicht sollte ich den mal anlocken. Ja, ich hab's schon gemacht. Ups. Der kommt jetzt in meine Richtung übrigens. Das ist gut. Weil du bist ja der Tank hier von uns beiden. Oh, die Mücke nervt. Ja, das Schlimme ist auch, dass man hier so leider halt extrem geskriptet diese Gegnerhorden vorgesetzt bekommt und auch noch automatisch weiß, wo es passiert. Weißt du? Also so ja, es gibt halt zu keine predictable. Dynamik. Ja, zu vorhersehbar. Also in der Regel spricht ja auch nichts gegen Arena-Kämpfe. Das macht ja ein Serious Sam ja auch schon seit Äonen. Ja, aber die machen trotzdem, die machen das anders. Das weiß ich nicht. Ja, aber trotzdem hast du ja eine gewisse Dynamik in der Gegnerstruktur. Und du hast auch das Gefühl, dass egal welche Waffe du benutzt, du gegen die Gegner auch was ausrechnen richten kannst. Aber hier auch, man hat hier zum Beispiel megamäßig geniale Möglichkeiten, diese Fähigkeiten von uns hier einzusetzen. Ne? Also abhängig von der Klasse, unterschiedliche Fertigkeiten und so weiter. Aber irgendwie gefühlt bringen die einen gar nichts weiter, weil eigentlich ist die pure Waffengewalt das, was hier letztendlich vorantreibt. Upgrade deine Waffen, aber nicht deine Fertigkeiten, die du hast aber aufgrund des Planeten. Nee, anders. Auch da hatten wir ja am Anfang eher das Phänomen, wo wir gesagt haben, also diese taktische Komponente, also das heißt die Kombination aus Fähigkeit und Waffen, ist wirklich eins, was dieses Spiel einzigartig macht. Ja, aber da war es aber noch Taktik. So von wegen, ich stürme hin und springe wieder zurück und weiß der Geier was. Aber das hast du ja gar nicht mehr hier. Ja, weil der Schwierigkeitsgrad jetzt so unausgewogen ist, dass wir einfach nur noch hoffen zu überleben, indem wir die Fähigkeiten spammen. Ja, genau. Oder aber die andere Alternative ist, du hast deinen Charakter so hoch gezüchtet, dass du in Lead bist und einfach alles platt machst. Genau. Das ist eine neue Beschreibung. Aber es ist ja so. Also, ja. Ne? Aber das passt so. Ne? Nicht mehr Imba, sondern in Lead. In Lead. Du bist nicht Imba, du bist in Lead. Du bist in Lead. Ja, naja. Ein schöner Name für einen Folgetitel. Nicht immer, sondern in Lead, weißt du? Deswegen glaube ich, dass die Chancen, dass wir hier einen zweiten... Oh, fuck. Dass wir hier einen zweiten... Oh, ich bin tot. Ich belebe mich wieder. Ja, nee, ich komm. Oh, ich wäre doch da gewesen. Also die Chancen, dass wir hier einen zweiten Teil sehen, ist gering. Glaube ich. Ja, das Entwicklerteam wird zu anderen Standorten. Ja. Ich glaube, am Ende wird das hier aufgegeben. Also habe ich jetzt so die Befürchtung. Oh, jetzt bin ich tot. Kannst du dich nochmal wiederbeleben? Ich kann mich wiederbeleben. Ich mache das auch. Oh, ist der schnell. Weil vielleicht sollten wir uns wieder auf den Gegner hier, auf den Boss konzentrieren. Ja. Der schießt so einen komischen roten Murmeln, da war ich instant tot. Ja, und der hat auch diese Brandschüsse, die sind auch übel. Oh, jetzt bin ich schon wieder gleich tot. Vor allem, gefühlt schießen die durch Wände. Also, ja, das stimmt. Das Witzige ist, dass das Review von Jim Sterling genau das auch gesagt hat. Also, man ist hinter einer Barriere, man versteckt sich, aber trotzdem wird man von Gegnern getroffen. Also, wie geht das? Ne? Was? Hast du mir jetzt nicht zugehört? Oder nein, nee, ich war auf einmal ganz woanders. Deswegen, Ach so. Also im Review von Jim Sterling auf YouTube hat er gesagt... Ich bin tot. Warte mal. Ich kann mich nicht wiederbeleben. Er hat auf jeden Fall das Gleiche gesagt, nämlich dass selbst wenn du hinter die Mauer, hinter die Mauer, genau.
Selbst wenn du hinter Barrieren bist, dass du dann von Gegnern angegriffen wirst, was ja nicht geht. Ja. Ich hab schon wieder nicht zugehört. Doch, was ja nicht geht. Ja, ich höre zu die ganze Zeit. Ich versuche nur auch meinen Teil zur Eliminierung dieses dämlichen Bosses hier beizutragen. Okay. Oder so. Aber ich brenne immer die ganze Zeit, bin Feuer und Flamme für ihn. Ja, das außerdem, ja. Ich kann gar nicht so viel rollen, wie ich brenne. Jetzt haben wir ihn aber. Meinst du? Jo. Hast du das gesehen? Ich hab mal einmal geboxt und ist umgefallen. Hätte ich mal vorher machen müssen. Was? Das war meins, das Plätterer-Unfall, oh. Ja, die KI cheatet halt, ja. Na, die KI weiß immer, wo man ist und was man gerade tut. Da schießt immer noch jemand. Das ist ja auch nicht schlimm, dass die KI das macht, sondern es muss ja irgendwie in einem Rahmen bleiben. Aber die KI schießt nicht daneben in dem Spiel. Also die haben die KI nicht dümmer gemacht, sondern die KI so gelassen, wie sie ist, weißt du? Wir sollten Spiele-Reviews machen, ey. Ja, machen wir doch. Also eigentlich die Spiele, die wir bis jetzt als die zwei immer gespielt haben, sind doch reviewed. Und ja, zwar vollumfänglich. Professionell für Geld. Ach, kann ja jeder. Nein, wir können das besonders gut. Willst du wirklich für Spiele-Reviews oder nur Spiele-Reviews machen und davon leben müssen? Bei unserer sagenhaften Kritik kriegen wir nachher keine Exemplare mehr gestellt zum Review machen. Ja, aber Moment mal, wir geben ja auch positive Kritik. Ja, manchmal, aber nicht immer. Zum Beispiel habe ich ja gesagt, dass ich den Hype um alle Halo-Spiele nicht wirklich verstanden habe und ich erst den letzten Teil so richtig gut fand. Ja, aber du hast alle Halo-Teile gespielt. Ja, ich habe alle gespielt und ich habe mir eine Meinung gebildet. Ich kann sagen, dass die... Oh, ich bin tot. ...der überwiegende Teil der Halo-Spiele einfach nicht gut sind. Ja, ich zum Beispiel finde Andromeda super. Ja. Hat zwar seine Macken und Flaws, aber um jetzt mal eine Lanze zu brechen, ich finde Andromeda besser als das Spiel hier. Und ich fand Andromeda gut, was jetzt nichts... Wow. Also das ist natürlich schwer nachzuvollziehen, dass es Menschen gibt, die Mass Effect Andromeda gut fanden. Ja, siehste, aber das kann auch einfach nur daran liegen, dass du die Trilogie nicht gespielt hast. Ich habe die Trilogie gespielt, aber wahrscheinlich nicht so intensiv. Ernsthaft. Ja, eben drum, nicht so intensiv wie du. Ich habe es nicht gelebt. Ich liebe zum Beispiel so Spiele wie The Witcher. So. Genau. Ja, okay. Ja. Ich bin schon tot wieder, ne, übrigens. Hilf mir, liebe Schwester, hilf mir. Ja, ich bin da schon unterwegs. Ja. Aber ist natürlich doof, da wo du liegst, ne? Nein, das ist super. Das ist genau am Rand. Das ist ein Gegner ist da. Einer. Hä? Wie soll ich dich denn da wiederbeleben, hör mal? Na, indem du nicht durch die Giftwolke gehst. Oh, hier ist übrigens ein Zettel. So, guck mal. Und ich lebe. Lass uns leben. Meine Fresse. Ha, hier ist eine Truhe. Keine Munition mehr. Ach, ich habe keine Munition mehr. Lol. So, ich habe eine Truhe wieder. Ja. Ich habe hier den Firefox gemacht. Hast du Pew Pew gemacht oder was? So. 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 Einer ist noch. Einer ist noch. Einer muss noch rein. Einer ist noch rein. So. So, hier ist eine Truhe. Stufe 24. Ich habe jetzt nochmal 101 Leben bekommen. Ja, du hattest recht. Kang war nicht da. Typisch. Er lässt sich wohl erst blicken. Wo war eine Truhe? Andere Seite da. Bleib wachsam. Ah. Ich kundschafte die Straße bis zu dem Tor da vorne aus.
Gut, es kann natürlich auch dran liegen. Also ich will das Spiel inhaltlich jetzt nicht großartig zerreißen. Man findet ja hier diese ganzen Schnipsel, die man auch noch lesen kann. Steht alles außer Frage. Aber das Problem ist, dass das Gameplay in meinen Augen das gar nicht hergibt, die Dinger zu lesen. Ja. Ja, weil, ja. Vor allem, die liegen dann da und dann weißt du gar nicht, wozu die eigentlich zugehörten, weil die liegen ja wahrscheinlich da missionsbedingt oder eben halt fortschrittsbedingt liegen die dort. So, also möchtest du gegebenenfalls zu einer bestimmten Zeit lesen, wo, ne? Und dann ist es so wie bei The Witcher oder so, da mache ich es ja meistens immer am Ende vom Stream, dass ich dann nochmal 10, 15 Minuten fürs Vorlesen dann einfach nur verwende. Aber hier kannst du es nicht tun, weil du gar nicht mehr weißt, wozu das alles zugehörig ist. Du kannst dann hier in die Option gehen und dann gehst du dann irgendwo Tagebuch und wanderst dann durch irgendwelche Tagebucheinträge. Tausendfache Gegner, wo wir viele, viele noch gar nicht gefunden haben, sehe ich gerade. Haufenweise Inhalte eh noch zur Geschichte. Das ist nichts, um das jetzt zu verlesen, vielleicht selber lesen im Einzelspieler, aber nicht was anderes. Ja, ich glaube gar nicht, dass es mal so kacke ist. Also ich glaube schon, dass das wirklich gut ist. Aber wir müssen ja jetzt hier nicht ständig das wiederholen, was wir schon gesagt haben. Doch, müssen wir. Ich denke halt, dass das Spiel vom Entwickler zum Ende hin einfach so überstürzt fertiggestellt wurde, dass wir jetzt das Ergebnis davon hier präsentiert bekommen. Und das ist halt das Problem. Ja. Abgerechnet wird immer zum Schluss, wie man so schön sagt. Ja, egal. Genau, Lytana sagt, es ist langweilig. Das ist ja das, was der Chiki ja am Anfang auch sagte, dass der Reiz des Spiels in den ersten, sagen wir mal, 10 Spielstunden, ne? Der war gegeben und danach flautet es wirklich schlagartig ab. Und man hat leider aber immer noch Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. Naja, ich meine, der Reiz ist ja jetzt, dass wir beide hier interagieren und die Leute unterhalten. Naja, aber du kannst ein schlechtes Spiel nicht rausreißen, ne? Oder was heißt schlecht? Schlecht wird dem ja nicht gerecht. Du kannst ein Mittelklasse-Spiel ist. Wir können das. Andere nicht, aber wir schon. Ja, genau. So, ich gehe jetzt in die Richtung, wo mein Pfeil zeigt, da lang. Ich habe keine Ahnung. Da. Mein Pfeil ist eh kaputt. Das verstehe ich auch nicht. Du spielst ja genau dieselbe Version wie ich. Hört sich an, als würdest du es entschuldigen wollen. Vielleicht hast du ja eine andere Stadia als ich. Ja, das wird sein. Er hat sie etwas besser behandelt, aber er hat unsere Gedanken über Jahre vergiftet. Du hast nie versucht, mich zu töten. Sag Bescheid, wenn sie wach wird. Das Schlimme ist, dass halt zum Beispiel ein Spiel wie Rocket League weitaus mehr punktet, ja. Man hat einfach mehr... Spielspaß ist auch das falsche Wort. Man hat irgendwie mehr davon. Gefühl. Oh. Ach, ich bin mal gespannt. Wir werden ja Ark zusammenspielen, bestimmt. Das wird sehr witzig. Ja, aber das ist ja so riesenoffen, ja, das Spiel. Ja, so ein paar so. Das ist so ja mit paar vielen. Stunden kann man das schon verbringen. Ja. Oh. Vor allem kostet uns das ja nichts. Naja, ist im Stadia Pro der nachher dran, ne? Genau. Ach Leute, gebt mir doch hier nicht auf den Keks, hier vorne. Ihr habt doch eh keine Chance. Warum probiert ihr es denn immer wieder? Das ist aber auch die die Computergegner auch immer wieder dasselbe machen, ja? Ich hasse diese Biester halt. Ja, die hier vor allem. Das sind die schlimmsten überhaupt in dem gesamten Spiel. Oh, diese scheiß Mücke. Die macht mich kirre. Oh, ich bin gleich tot. Ja. Ja, ich bin jetzt tot. Ich nicht. Noch nicht. Ich flüchte. Wo bist du überhaupt? Ja, ich bin hinter dir. Du flüchtest. Ich weiß gar nicht, okay. Wie sollen wir denn hier jetzt rauskommen aus der Geschichte? Was, aus dem Spiel oder was? Nein, wie aus der Situation. So, ich dachte aus Versehen gelöscht oder so. Aus Versehen nicht mehr gestartet, oder was? Oh, ich habe leider mein Savegame gelöscht. Das tut mir aber leid. Wir müssen nochmal von vorne. Platt. Ja, aber das Problem ist, ich denke mal, das siehst du ähnlich, ich auch.
Ja, viele Leute spielen seltsamerweise Ark, ja. Und der Shiki hat, glaube ich, noch nie Ark gespielt. Nee, habe ich nicht. Ich habe schon Ark gespielt. Ich habe es in der Bibliothek. Wenn es in Pro-Abo kommt, dann kann man es ja mal in die 2 spielen. Also. Man kann ja ein angezweit machen. Genau. Das ist übrigens der neue Name des Formats, angezweit. Angezweit. Ich finde den gar nicht mal so schlecht. Ja, ich finde den super. Da hast du jetzt rein spontan echt mal ein neues Format erfunden. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Typen da hinten total assi sind, obwohl das sind ja nur die giftigen Performer. Aber komischerweise sind wir jetzt schon weiter als gerade. Nein, die anderen sind noch nicht da, die kommen noch. Das sind hier bloß die Perforo. Ja, da sitzt er, da. Die haben wir vorher nicht platt gemacht. Guck mal, da sitzt er. Genau, wenn das Spiel doof ist, dann ist es ausgezweit. Oh, ich komme hier nicht, ich bin weg. Schon wieder? Ich bin hier fest. Ich komme doch da nicht hin hier, ich habe eine Meute von Drohnen. So, komm hier. Ich komme. Ich bin hinter dir. Aua, ich habe was im Rücken. Aua, ich bin lieb dich. Hast du schon mal auf die Uhr geguckt? Ich belebe dich. Oh. Ich guck mal kurz auf die Uhr, wie spät das ist, ja. Lass mich mal schauen. Ich glaube, das war nämlich. Ja, ich glaube, es ist eine gute Zeit, ist gerade. Sekt. Es kann auch ein angezweifelt und ein ausgezweifelt sein, ja. Da siehst du, geht doch. Jetzt kommen auch nicht so viele. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad sagt nur etwas, wie viele hier kommen. Ja, die sind auch schon ein bisschen schwächer, ne? Also. Sag ich auch immer. Da. Oh, da kommt er. Da kommt er, Chiki. Der ist bei dir. Vorsicht, der ist bei dir. Ich hasse diese Gegner. Oh, die sind. Ja, die sind. Ich guck gleich wieder auf die Uhr. Und dann machen die ein Gedicht. Es ist doch nicht wahr. Und vor allem können die diese komische Barriere durchbrechen. Das ist noch unwahrer. Alter! Noch nicht. Bist du noch hier oder bist du weggerannt? Nee, ich bin hier. Ich kämpfe gerade an der anderen Front. Oh, toll. Okay. Ich versuche hier wegzurennen. Irgendwie, aber ich kriege hier immer einen auf den Sack. Ich weiß nicht, wer mich hier die ganze Zeit am. Boah. Huch! Vor allem. Es ist doch. Ja, du bist so eklig. Oh, ich bin tot. Nee, also, ne? Ich könnte. Warte, ich hol mich selber. Ja? Ich komme nämlich alle zu dir, ja? Ja. Ich mache jetzt noch ein Gift, den Perforo weg hier. Oh, jetzt kommen sie alle zu mir. Ach nee, weil du herkommst. Ja. So, wir haben nur noch die Dicken, ja? Fuck. Drei Dicke. Drei Dicke. Ja, und noch ein fetter Nachteil, den man wissen muss, ist halt, dass dieses Spiel anscheinend ja darauf setzt, dass man viel grindet. Ja. Damit man diese Gegner überhaupt platt machen kann. Das hast du ja zum Beispiel bei Star Wars The Fallen Order nicht. Nee, also das ist, also ich muss mal wirklich sagen, The Fallen Order hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte am Anfang meine Zweifel. Ja, ich hatte am Anfang zwar meine Zweifel, aber ich war wirklich positiv über das Spiel überrascht.
wie es sich entwickelt hatte im Spielablauf. Also es war wirklich gut. Also das Spiel ist schwer, streckenweise, aber du hast nicht den Zwang, dass du deinen Charakter, bevor du weiterspielst, massiv aufleveln musst. Das musst du nicht. Nee, musst du nicht. Du musst nur dafür sorgen, dass du halt die Passagen schaffst. Ne? Aber der Schwierigkeitsgrad war sehr, sehr fair. Ja. Also das hier ist zum Beispiel nicht fair, dieser Gegner. Nee, vor allem, dass es drei von diesen Viechern gibt hier, die einen einfach mal alles abverlangen. So, einer ist schon mal down. Ja, den habe ich aufgespießt. Ja. Es hört sich jetzt an, wie dass sie die ganze Zeit am Rumheulen sind, aber... Das ist Jammern, nicht heulen. Jammern auf einem hohen Niveau. Oh, ich belebe mich wieder. Oh, ich komme nicht ran, schade. Ich habe es leider nicht geschafft. Das Schlimme ist, dass die komplett durch meine Barriere durchbrechen. Nein, ah, Mist. Boah, die zersäbeln einen. Also wenn du stehen bleibst oder du würdest irgendwo hängen bleiben, dann machen die dich einfach platt. Jetzt. Okay, nur noch einer. Oh, genau, und dann springen die und halt auch durch deine Barriere durch, ne, die da eigentlich dazu da ist, die abzuhalten. Alter Ditch. Sollen wir irgendwie zurücklaufen? Eben Munition oder meinst du das auch nicht? Nee, also wir sollten zurücklaufen, um Munition zu holen. Ich habe ja das Video zu Ghost Recon. Heißt der Teil, den wir gespielt haben? Den zweiten? Ja, Ghost Wildlands, ne? Nee. Wildlands habe ich ja noch nicht veröffentlicht, weil ich glaube, dass wir das noch weiterspielen werden. Na, noch dümpelt es auch ein bisschen rum. So.